Hallo Freunde, heute haben wir ein Experiment mit der fleischfressenden Pflanze namens Venusfliegenfalle. Diese hat momentan fast jedes Maul weit offen, was optimal für ein paar kleine Experimente sein wird. Wenn die Pflanze etwas Falsches gefressen hat, kann ein Maul absterben, aber die Pflanze lebt weiter und wächst auch weiterhin. Heute möchte ich schauen, wie die fleischfressende Pflanze auf Kaviar reagiert. In der Natur würde es wohl kaum an Kaviar rankommen, aber interessant zu sehen, ob die Pflanze Kaviar fressen wird, denn Kaviar ist reichhaltig an Kalzium, Eisen, Eiweiß, Vitamin A, E, D sowie Omega-3. Und wir werden herausfinden, ob die Pflanze die Vitamine aus dem Kaviar raussaugen wird oder nicht. In ein anderes Maul packen wir ein Aqualino rein. Aqualino sind vollgesaugt mit Wasser und ich denke, es könnte auch eine interessante Reaktion dadurch geben. Und in das dritte Maul packen wir solche Süßigkeiten von Katjes rein. Schauen wir mal, wie die fleischfressende Pflanze darauf reagieren wird. Ich würde mal sagen, wir legen los. Und zwar mit den Aqualinos. Der blaue ist ein ganz hübscher. Könnt ihr sehen, wie er sich durch den Aqualino im Hintergrund spiegelt? Cool, ah? Sag und rein damit. So, das Maul hat zugeschnappt. So schnell lässt die Pflanze den Aqualino nicht mehr los. Bin gespannt, was es die nächsten Stunden oder Tage mit der Kugel anstellen wird. Ich nehme einen Stift und beschrifte mal vorsichtshalber das Maul. Nicht, dass der Aqualino plötzlich weg ist und ich nicht genau weiß, wo es hin ist. Mit den Katjes machen wir mal weiter. Professionell öffnen. So. Oh, ein Einhorn. Die sind bestimmt selten. Ich denke, wir packen mal so ein Teil da rein. Vielleicht etwas zu groß. Ich schneide ein Stück davon ab, damit es in den Maul der fleischfressenden Pflanze passen wird. So, und rein da. Die Pflanze hat zugepackt. Was meint ihr, was wird mit den Katjesbonbon passieren und was mit der Pflanze? Das Maul ist ein klein wenig gerissen. Keine Ahnung, ob es schon vorher war oder durch den etwas großen Bonbon gerissen ist. Auch dieses Maul wird beschriftet. Nachdem das erledigt ist, Aqualinos und Katjes von der Pflanze momentan ausgesaugt werden, geben wir der fleischfressenden Pflanze mal etwas Gesundes, und zwar schwarzen Kaviar. Wer von euch mag Kaviar? Ich esse es aber sehr, sehr selten. So, sag Na, irgendwie keine Reaktion. Bewegen wir es ein bisschen. Und das Maul hat zugepackt. Ich hoffe, die Pflanze verarbeitet es schneller, als es vergammelt und nach totem Fisch stinken wird. Natürlich beschrifte ich auch dieses Maul mit meiner schönen Schrift. So. Freunde, jetzt heißt es für mich 7 Tage lang warten und schauen, was mit den Sachen passieren wird. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie die Pflanze auf Aqualinos, Katjes und auf Kaviar reagieren wird. In 7 Tagen wissen wir, ob ihr recht hattet. Teilt das Video auf Facebook mit euren Freunden. Falls ihr keine Freunde habt, abonniert den Kanal Jumanji und wir werden Freunde. Bis die Tage. Ciao.